Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt drei Toys, die wir hier im Jahr 2024 beim Liebe liegt in der Luft Event erhalten können. Und das ist aktuell aktiv. Und zwar haben wir jetzt, wenn wir jetzt mal hier in den Kalender gucken, das Event vom 5. bis zum 19. Februar. Wir werden uns jetzt die drei Toys angucken, die quasi neu dabei sind. Es gibt noch einen Haufen weitere, aber zu denen hatte ich in den letzten Jahren auch schon Videos gemacht. Gut, als allererstes solltet ihr wissen, wir brauchen ein paar Marken, und zwar Zeichen der Liebe. Und wo kriegen wir die her? Naja, wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit mit dem Revamp, den wir jetzt hier in diesem Jahr erlebt haben, dass wir die endlos grinden mit diesen Armreifen, sondern wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass wir hier die zwei Startquests erledigen vor SW. Da gibt es dann schon mal ein bisschen so 150, 170, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und sobald wir das erledigt haben, können wir jeden Tag zwei Daily Quests machen. Die bringen jeweils 10 Marken. Dann können wir uns noch einmal hier in dem Event-Dungeon anmelden. Da gibt es dann einmal täglich auch eine Belohnung. Und da sind auch so 10, 15 Marken drin. Und zusätzlich können wir, wenn ihr alles ausmaxen wollt, hier noch jeden Tag 10.000 Gold spenden. Und dann kriegt ihr auch 10 Marken von. Das würde ich aber tatsächlich nur fürs Achievement machen. Wenn ihr alle Waren quasi erhalten wollt, bietet sich das an, das mit ein paar Twinks zu machen. Ich habe das mit meinen 4 Accounts gemacht, parallel, und habe mittlerweile alles zusammen. Jetzt schauen wir mal rein, was es Schönes gibt. Also, das Mount hatte ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt gehabt. Das kostet hier auch 270 Marken. Dann gibt es hier ein Liebesboot. Exquisites Liebesboot schimpft sich das. Das ist ein Toy, das werden wir uns jetzt gleich mal kaufen. Das kostet auch 270 Marken. Und dann gibt es noch zwei weitere Toys, die gucken wir uns dann nachher gleich mit einem anderen Char an. Und noch ein Pet, das ist auch tatsächlich neu. Zusätzlich gibt es da hinten noch ein paar kosmetische Items, da müsst ihr einfach mal mit den Händlern quatschen. Das sind dann noch ein paar nette Geschichten. So, als allererstes gucken wir uns jetzt hier exquisites Liebesboot an. Was macht es? Beschwört ein exquisites Liebesboot auf der Wasseroberfläche innerhalb von 20 Meter, während Liebe liegt in der Luft aktiv ist. Die Abklingzeit verringert. Achso, ist die Aktivzeit verringert. Ah, okay. Also wir können es immer einsetzen, aber wir können quasi es öfter einsetzen, wenn hier das Event ist. Ich dachte mir jetzt schon, dass ich es nur während Liebe liegt in der Luft einsetzen kann. So, jetzt stellen wir uns mal hier ran. Casten das Ding. Benötigt Wasseroberfläche. Kollege, also soll ich jetzt hier reingehen? Ah, okay. Also man muss ins Wasser gehen, dass es funktioniert. Sieht ganz cool aus. Ich frage mich ja, ob da noch ein weiterer Char mit rein kann in das Bötchen. Also es ist relativ groß, muss ich sagen. Seht ihr? Es schaut so aus, ob es 4 Slots hat. Ich fliege jetzt mal kurz mit einem anderen Account noch ran. Und dann gucken wir mal, ob ich da mit rein kann. Ja, es ist ein Pfeilsymbol drauf. Und ihr seht, jetzt habe ich hier meinen anderen Char auch noch drin. Ich vermute mal, es können da bis zu 4 Charaktere rein. Wir können jetzt auch noch mal gucken. Ich habe jetzt hier noch einen Druid. Den kann ich theoretisch da auch noch mit reinsetzen. Gucken wir mal, ob... Ah ja, seht ihr? Ja, also da können wahrscheinlich bis zu 4 Leute reinhocken. Gut, steuern kann ich, so wie es aussieht, dann nur mit dem, den ich's beschworen habe. Sieht hinten und vorne gleich aus, merke ich gerade. Ja, ist eine coole Geschichte. So, was passiert jetzt, wenn ich an Land fahre? Mal gucken. Und dann wollen wir noch ausprobieren, wenn ich es jetzt wieder einpacke. Ah, okay, dann werden alle rausgeschmissen. Okay, das ist schon mal ein recht cooles Toy, muss ich sagen. Kann man über Wasser fahren. Schnell ist es natürlich nett, aber man kann ein paar Leute mitnehmen. Bis zu 4, so wie es ausguckt. Juti, dann gucken wir uns die anderen beiden Toys noch an. Und zwar habe ich mit meinem Hex auch noch ein paar Marken gefarmt. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, da habe ich nochmal ein bisschen über 200. So viele werden wir tatsächlich gar nicht brauchen. Es gibt dann hier noch nur Augen für euch. Und das kostet 40 Marken. Das kaufen wir einmal. Und dann haben wir Datumssimulationsmodulator. So rum. Schwierige Wörter hier. Okay, jetzt tun wir erstmal das erste Toy hier lernen und gucken das mal an. Also, hier. Nur Augen für euch. Blendet alles aus, die nicht in eurer Gruppe sind. Also, jetzt gucken wir mal. Ah. Die sind jetzt alle so kleine Herzen. Seht ihr das? Außer wenn die auf so großen Mounts sind. Also, die Mounts werden irgendwie nicht ausgeblendet. Nur die Spieler werden ausgeblendet. Seht ihr das? Außer die, jetzt hier mein Druid, den ich in der Gruppe habe. Der ist noch am Start.
Okay, es sieht schon ein bisschen weird aus, wenn ich jetzt die Lebensbalken ausblende. Ja, okay. Ich sag's euch ganz ehrlich, das könnte tatsächlich nützlich sein bei dem ein oder anderen Achievement oder wo du, wenn du irgendwie questest und Sachen anklicken willst und da sehr viele Leute stehen, wenn das dann nur noch alles so kleine Herzen sind, tut man sich vielleicht ein bisschen leichter, mal was anzuklicken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich sogar nützlich ist. Genau. Und dann schauen wir uns, und das ist ganz nett, das hier, ne, diese kleinen Herzen, okay, ist jetzt nicht meins, aber ist ich bin doch mal ganz nett. Und man hat hier so einen pinken Rand außenrum. Und das Letzte, was wir uns jetzt noch anschauen wollen, ist einmal Datumssimulationsmodular. Und, oh, jetzt, ach, ich habe es mir zweimal versehentlich gekauft. Ich hatte es ja schon. Aber das kann man auch verkaufen, sehe ich gerade. Seht ihr? 27k sagt er mir. Verticken wir das doch dann noch. Oder versuchen es zumindest. Gut, dann schauen wir mal, was das hier macht. Benutzt platziert ein Datumssimulationsmodular für bis zu 2 Stunden, mit dem ihr die Welt aus einer anderen Perspektive sehen könnt. Ein integrierter Tarnungsmechanismus sorgt dafür, dass nur Mitglieder eurer Gruppe oder eures Schlagzeugs das Gerät und seinen Effekt sehen können. Also wir können das quasi einsetzen und, warte mal, jetzt tun wir erstmal das hier deaktivieren und schauen mal, was das dann macht. Okay, noch nix. Ah, wir haben hier ein paar Hebel. Friedlicher Tag. Es ist ein bisschen heller geworden, oder? Irre ich mich. Und alles ein bisschen strahlender. Kann ich das auch wegklicken? Ah, ne, das kann ich nicht wegklicken. Also es kommt mir zumindest so vor, ob es heller und strahlender ist. Romantischer Sonnenuntergang? Ah. Okay, warte mal, ich fliege mal einen Ticken hoch, sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ah ja, also wir haben hier definitiv einen Sonnenuntergang. Okay, achso, wenn ich zu weit weg bin, dann sieht man es nicht mehr. Okay, was haben wir dann noch? Glühwürmchen um Mitternacht? Ach, guck mal an. Aber komisch, die Glühwürmchen sind nur hier hinten. Aber wenn wir jetzt wirklich Nacht, Sternenhimmel. Okay, das ist auch ganz nice. Dann, was haben wir noch? Regenguss. Okay. Und als letztes haben wir, tretet die Maschine. Okay. Achso, wenn wir die Maschine treten, dann schalten wir quasi alle Effekte wieder ab. Gut, jetzt zwischen dem friedlichen Tag und das, was wir hatten, war jetzt nicht so, ja, wohl doch schon ein bisschen Unterschied. Aber ist cool, vor allem alle Leute in dem Schlachtzug haben dann denselben Effekt, so wie es aussieht. Also ich mache jetzt mal nochmal Mitternacht an und switch noch zu einem von meinen Chars rüber. Dann können wir uns das angucken. Seht ihr, der Druid hier hat jetzt halt auch diesen Sternenhimmel. Wenn ich zu weit wegfliege, dann müsste es, glaube ich, weg sein, oder? Jetzt schauen wir mal, wie die Range ist. Ah, seht ihr, da sind wir dann zu weit weg. Ja, okay, ist eine coole Angelegenheit. Juti, das war es eigentlich mit den 3 Toys. Wie gesagt, wenn euch die anderen Sachen noch interessiert, da hatte ich in den Jahren, wo das jeweils rausgekommen ist, schon Toy-Guides zugemacht. Könnt ihr gerne die Toy-Liste, also meine Video-Playliste durchgucken. Und ja, dann sind wir durch. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu den Toys in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.